Freut mich, dass so viele von euch zu meinem Talk gefunden haben. Es geht um Clean Architecture und um Java und um Spring. Das heißt, ich werde so ein bisschen erzählen, was die Gedanken hinter Clean Architecture sind, was das eigentlich bedeutet. Dann ein bisschen konkreter werden, was eine hexagonale Architektur ist. Das hast du bestimmt auch schon der eine oder andere gehört, das Keyword. Und dann werden wir uns ein bisschen Code angucken, wie man so eine typische Java Spring Web-Anwendung nach diesem Schema strukturieren kann und welche Vor- und gegebenenfalls Nachteile man wirklich hat. Zuerst kurz zu mir. Mein Name ist Tom Homerks. Ich bin Softwareentwickler, Softwarearchitekt, aktuell bei der Adesso AG in Dortmund. Bin eigentlich kurz vor dem Wechsel. Geht für mich nach Atlassian in Sydney nächsten Monat. Deshalb wird das vorübergehend das letzte Mal sein, dass ich auf einer Konferenz hier in der Gegend spreche. Bin sehr interessiert an Architekturthemen im Allgemeinen, an Java-Themen im Speziellen. Und Open Source liegt mir auch sehr am Herzen. Also ich bin auch recht aktiv auf GitHub und contribute hier und da zu Open Source Projekten und mache da meine eigenen Sachen. Gut, aber zum Thema Softwarearchitektur, Clean Architecture und so weiter. Wem von euch sagt diese Architektur etwas? Einmal Hand hoch. Wer hat sowas schon mal gemacht? Sind wahrscheinlich die meisten von uns. Ne? Genau, das ist so die Brot- und Butter-Software-Architektur, die wir in unseren üblichen Projekten verwenden. Also es geht hier, ich rede jetzt immer über Web-Anwendungen. Das, was ich erzähle, lässt sich in gewissem Maßen auch auf andere Anwendungen überführen, also Fat-Clients und so weiter. Ich rede jetzt aber immer konkret von Web-Anwendungen. Das ist so die typische Layer-Architektur. Wir haben oben eine Web-Layer, die zum Beispiel eine REST-Schnittstelle zur Verfügung stellt für irgendwelche Clients oder aber auch eine serverseitige UI baut, zum Beispiel mit Timeleaf oder irgendwelchen serverseitigen Web-Frameworks, die wir haben. Darunter haben wir eine Business-Schicht, in der die sogenannte Business-Logik oder Domain-Logik oder wie auch immer man das nennen will, gekapselt ist, wo man sich dann halt wirklich auf die Domäne, auf die Probleme, auf die fachlichen Probleme konzentrieren kann, und ganz unten haben wir eine Persistenzschicht, die die Schnittstelle zur Datenbank darstellt. Soweit habe ich euch wahrscheinlich noch nichts Neues erzählt. Aber bevor wir jetzt, also ich werde offensichtlich im Rest des Vortrags eine andere Art von Architektur vorstellen und werde so ein bisschen auf der Layer-Architektur rumhacken, also nehmt mir das nicht übel. Macht das selber auch, Layer-Architektur, und wenn man das vernünftig macht, dann ist das auch eine gute Architektur. Ne? Also ich will jetzt nicht hier die Layer-Architektur durch den Kakao ziehen, aber gleich, wenn ich so ein bisschen drauf rumhacke, bewerft mich nicht direkt mit faulen Eiern, macht das dann im Nachgang. Ja. Aber erstmal, warum kümmern wir uns überhaupt um Architektur? Warum ist das überhaupt relevant für uns? Was ist denn eure Idee, was ist das Ziel oder das Hauptziel von einer guten Softwarearchitektur? Hat einer eine Idee? Einfach reinrufen. Naja, bestimmte Eigenarten der Applikation zu garantieren. Bestimmte Eigenschaften oder Eigenarten der Applikation zu garantieren, ja, kommt dem schon recht nahe. Noch andere Vorschläge? Wartbarkeit. Genau, geht in die richtige Richtung. Bitte? Insgesamt schnelle Turnaround-Zeiten. Schnelle Turnaround-Zeiten. Gute Architektur stellt sicher, dass man, wenn ein Problem auftritt, in möglichst wenig Zeit dieses Problem wieder deployen kann. Genau, also schnell Deploybarkeit, kann man das auch nennen, oder die Deployability, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber wenn, also das ist das, was du meinst, genau. Alles richtig, kann ich so unterschreiben. Viele, oder was man zwischendurch mal hört, was man denkt, was das Ziel der Architektur ist, ist die Software zum Laufen bringen. Ne, also quasi, dass eine gute Architektur sorgt dafür, dass die Software am Ende funktioniert. Ja, klar ist das ein Ziel, ne? Also wenn eine Architektur dafür sorgt, dass die Software am Ende nicht mehr funktioniert, also fachlich das Falsche macht, ist das eine schlechte Architektur, aber es ist nicht das Hauptziel. Das Hauptziel ist, wie ihr gerade gesagt habt, diese ganzen sogenannten Elities zu unterstützen. Ne? Deployability, Maintainability, Wartbarkeit, Deploybarkeit,
Genau, die Wartbarkeit vereinfachen, das Deployment vereinfachen, die Frameworks, die man nutzt, so ein bisschen auf Abstand halten, damit man flexibel ist, falls man mal ein anderes Framework auswählen will. Und im Grunde, das ist das letzte hier, das ist ein Zitat aus Uncle Bobs Buch Clean Architecture, die Keep Options Open, also die Möglichkeiten, die man hat, offen zu lassen. Dass man sich nicht direkt von Anfang an festlegt auf Framework A, B, C, sondern die, wie gesagt, ein bisschen auf Abstand hält, damit man noch reagieren kann. Das übergeordnete Ziel von Softwarearchitektur ist also nicht die Software zum Laufen zu bringen, sondern die Kosten der Softwareentwicklung über den Lebenszeitraum der Software so gering wie möglich zu halten. Denn das ist genau das, was diese ganzen Elites hier oben im Endeffekt machen. Ne? Schnelle Turnarounds, spart Geld, leicht wartbar, spart Geld. Also im Endeffekt wollen wir Geld sparen. Ist jetzt mit Security? Gut, und was ist jetzt an so einer Layer-Architektur falsch? Also falsch ist übertrieben, aber was für Probleme kann man damit haben? So, hier mein kleiner Disclaimer, habe ich gerade schon angefangen. Ne? Also mit Layern, mit so einer Layer-Architektur kann man auch eine solide Software-Architektur bauen. Wenn man es vernünftig macht, dann ist das auch eine gute Architektur. Aber, und das ist jetzt mein Eindruck von einer Layer-Architektur, das, was ich jetzt in den letzten 12 Jahren gelernt habe in Projekten, wo wir immer diese Layer-Architektur genutzt haben, ist, wenn man so eine Layer-Architektur nicht weiter einschränkt, also so eine Layer-Architektur ist einfach, damit kann man zu viel falsch machen. Und wenn man Sachen falsch machen kann, dann macht man sie auch falsch, früher oder später. Und wenn sich das einmal eingeschlichen hat, dann ist das auch schwer wieder rauszukriegen. Das heißt, weil so eine Layer-Architektur nicht genug Einschränkungen gibt oder Sachen nicht klar genug ausdrückt, schleichen sich da gerne Fehler ein. Also, oder Unschönheiten, die dann dazu führen, dass die Software nicht mehr so leicht wartbar und deploybar ist und so weiter. Gut, Hauptthema, was ich immer wieder in Softwareprojekten mit einer Layer-Architektur gesehen habe, ist das, was ich jetzt mal Database-Driven Design nenne. Ich habe jetzt mal die Webschicht oben weggelassen. Wir haben in der Mitte da rot markiert die Business-Schicht und darunter die Persistenzschicht. Das, was ich ganz häufig gesehen habe, ist, wir haben einen Service in der Business-Schicht, ne? Also ist ja das Übliche, da ist irgendwie die Business-Logik drin. Und wir haben darunter die Persistenzschicht, wo wir zum Beispiel mit JPA, Java Persistence API oder Hibernate arbeiten oder einem anderen Object Relational Mapping Tool. Und da haben wir so eine Entity, die ist quasi das Pendant zu einer Datenbanktabelle und wir haben irgendwelche Repositories, die dann die Schnittstelle zur Datenbank darstellen. Da können wir Entities in der Datenbank speichern oder aus der Datenbank laden. Und das sorgt dafür ganz häufig, dass in dem Service, ne, weil der Service hat eine Abhängigkeit zu diesen Entities und Repositories, in dem Service kümmern wir uns ganz oft um Persistenzangelegenheiten. Also zum Beispiel bei JPA, Hibernate haben wir Lazy Loading, wir haben also Lazy Loading oder Eager Loading. Wir haben irgendwelche irgendwelche Sachen, die eigentlich nichts mit der Business-Logik zu tun haben, sondern eher mit der Persistenz. Und da müssen wir uns hier oben drum kümmern, weil wir haben halt diese Abhängigkeit nach hier unten. Und wir gehen davon aus, okay, ja, alles, was irgendwie mit Lazy Loading zu tun hat und so weiter, das müssen wir in dem Service machen, weil da unten haben wir kein Architekturelement, was das machen kann, was diese Aufgabe übernehmen kann. Deshalb muss das im Service passieren. Und das heißt, wir mischen hier oben im Service ganz oft Business-Logik mit Persistenzkram, was wir eigentlich getrennt haben wollen. Außerdem gehen wir meistens so vor, wenn wir eine Software so bauen, dass wir mit den in der Reihenfolge dieser Dependencies in der natürlichen Reihenfolge dieser Dependencies auch unsere Arbeit strukturieren. Das heißt, wir fangen an hier unten in der Datenbankschicht, weil die Service-Schicht baut auf der Datenbankschicht auf. Das heißt, wir bauen erst eine Datenbanktabelle oder unsere Persistenz-Entity und unsere Repositories und erst dann bauen wir den Service. Was auch wieder dazu führt, weil wir den Service als zweites bauen, dass wir in dem Service Sachen auf Sachen Rücksicht nehmen müssen, die vorher hier gebaut wurden. Das heißt, die
Eigentlich wollen wir ja die Business-Logik, ist das Wichtigste. Eigentlich wollen wir die Business-Logik bauen und uns gar nicht um die Persistenz kümmern. Aber die Reihenfolge der Dependencies sieht das halt so vor, dass wir eigentlich erst hier unten bauen müssen und dann den Service. Übrigens, wenn es zwischendurch Fragen gibt, einfach reinrufen. Oder Hand hoch. Und wenn ich bei Hand hoch nicht reagiere, einfach reinrufen. Zweites Thema, was mir bei so einer Layer-Architektur ganz oft aufgefallen ist, ist Blurred Boundaries. Also die Grenzen zwischen den Layern sind nicht so ganz scharf. Was ich ganz oft gesehen habe, ist zum Beispiel, wir haben irgendwelche Utility-Klassen, die werden sowohl in der Persistenzschicht als auch in der Business-Schicht gebraucht und die drücken wir dann einfach immer nach unten. Ne? Also weil die überall gebraucht wird und die Schichten, die können von oben nach unten aufeinander zugreifen, drücken wir diese Utility-Klassen einfach ganz weit nach unten und dann kann sie jeder benutzen. Und dadurch wird die unterste Schicht halt aufgebläht. Drittes Thema, Testbarkeit. In so einer Layer-Architektur haben wir, also es gibt zwei Arten von Layer-Architektur. Einmal so ein Strict Layering, dass wir quasi jede Schicht darf nur auf die Schicht darunter zugreifen. Und dann gibt es so eine Relaxed-Version von einer Layer-Architektur, wo man so ein Layer-Bridging machen kann. Das heißt, von der Webschicht können wir auch direkt auf die Persistenzschicht zugreifen. Das, also insbesondere das Letztere, sorgt dafür, dass die Testbarkeit leidet. Ne? Also wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben hier so einen Web-Controller, der eine REST-API zu einem REST-Endpoint zur Verfügung stellt. Wir wollen einen Unit-Test oder einen Integrationstest für den schreiben. Das heißt, für diesen Controller-Test müssten wir den Service wegmocken und das Repository wegmocken. Und je nachdem kann er ja noch auf andere Services und Repositories zugreifen. Das heißt, die Testbarkeit leidet. Also in den Tests müssen wir immer ganz viel wegmocken und dann ist die Wartbarkeit der Tests, die leidet halt darunter. So, zuletzt, was ich auch ganz häufig gesehen habe, ist, dass Funktionalität, die man einmal gebaut hat, sehr schlecht wiederauffindbar ist. Ne? Wir haben in der Mitte unsere Business Services, die bestimmte Use Cases implementieren. Und ganz oft sind diese Services sehr breit. Das heißt, ein Service, der ist zum Beispiel zuständig für alles, was sich um Verwaltung von Usern dreht. Ein Service ist zuständig für alles, was sich um die Verwaltung von Konten geht und so weiter. Und das heißt, diese Services sind sehr breit. Die haben mehrere Responsibilities, die müssen mehrere Use Cases abdecken. Und wenn man dann einen bestimmten Use Case sucht, dann weiß man zwar ungefähr, ja, das ist wahrscheinlich in dem Service, aber in diesem Service muss man auch immer suchen. Das heißt, wenn man einen Use Case sucht in der Codebase, macht es das einem nicht gerade einfach. Man kann es auch in schmalere Services packen, meistens artet es aber in solche breiten Services aus, weil keiner so richtig das vorgegeben hat oder weil andere das auch schon so gemacht haben. So, was ist die Alternative? Statt Layers machen wir Kreise. Ist ja ganz klar, ne? Also ist eine andere, sieht ein bisschen anders aus, ist aber im Grunde auch sehr ähnlich. Ne? Wir haben ja auch Layers von innen nach außen. Aber bevor ich darauf eingehe, auf diese, also das ist so eine Skizze von Robert Martins Clean Architecture, gehe ich gleich noch drauf ein. Bevor wir jetzt auf diese Clean Architecture eingehen, kurz zu den Solid-Prinzipien. Wer hat die schon mal gehört? Okay, wofür steht das S? Separation of Concerns, ja, oder Single Responsibility Principle, ungefähr das L. Das O? Open Closed, L? Risk of Substitution Principle, das, was am schwierigsten zu verstehen ist, obwohl es eigentlich ganz einfach ist, finde ich. Das I? Interface Segregation Principle. Und das D? Nee, nicht Dependency Injection, sondern Dependency Inversion, genau. Die werde ich jetzt gar nicht alle im Detail drauf eingehen, nur auf zwei, aufs Dependency Inversion Prinzip und aufs Single Responsibility Prinzip, um so ein bisschen das Reasoning, die Argumentation hinter dieser Clean Architecture herauszuarbeiten. Fangen wir an mit Dependency Inversion. Was heißt das? Offensichtlich heißt das,
Dependencies, Abhängigkeiten umdrehen. Ne? Konkret, links haben wir unsere Standard-Layer-Architektur mit unserem Service und der Service hat eine Dependency zu den Entities und Repositories in der Persistenzschicht. Und rechts haben wir das Dependency-Inversion-Prinzip angewandt. Das heißt, wir haben die Entity und das Repository hochgezogen in die Business-Schicht. Und hier unten in der Persistenzschicht, also das ist ein Interface hier, die Entity lebt jetzt nicht mehr in der Persistenzschicht, sondern die Entity lebt jetzt in unserer Business-Schicht. Die weiß nichts mehr von Datenbank und Persistenz und so weiter. Und das Repository, was eigentlich der Zugang zu der Datenbank ist, ist jetzt auch in die Business-Schicht gewandert, allerdings nur als Interface. Und das Interface wird implementiert in der Persistenzschicht von halt einer Implementierungsklasse. So, das heißt, wir haben die Dependencies umgedreht. Vorher waren die Dependencies von oben nach unten, von der Business-Schicht zur Persistenzschicht. Und zwischen den Schichten sind die Dependencies jetzt andersrum. Das heißt, die Persistenzschicht hat eine Abhängigkeit zur Business-Schicht und nicht andersrum. Das ist Dependency-Inversion angewandt, werden wir gleich auch noch im Detail bei der Diskussion von der Clean Architecture sehen, warum das sinnvoll ist. Dependency Inversion heißt also, wir können eigentlich von jeder Dependency die Richtung auswählen, solange wir Kontrolle über den Code haben. Also wenn wir irgendwie eine Third-Party-Library anwenden und da keine Kontrolle über den Code haben, können wir die Dependency auch nicht umdrehen. Aber solange wir Herr über den Code sind, können wir die Dependency in jede Richtung drehen, die wir wollen. So, und jetzt zur Clean Architecture. Clean Architecture ist ja der Begriff, der von Robert Martin eingeführt wurde. Der hat letztes Jahr, ist, glaube ich, das Buch rausgekommen, Clean Architecture. Hat aber auch schon die letzten Jahre in seinem Blog und hier und da immer drüber geschrieben. Clean Architecture sieht vor, dass die Business Schicht in der Mitte ist, ne? Und dann gibt und da drumherum sieht man hier, das ist jetzt hier so eine Webschicht zum Beispiel und hier ist die Persistenzschicht. Das ist jetzt nicht so ganz klar aus den Begriffen von der Clean Architecture, aber kann man sich jetzt erstmal so vorstellen. Und es gibt eine wichtige Regel, das ist die Dependency Rule. Das heißt, die Dependencies gehen nur von außen nach innen und nicht von innen nach außen. Das heißt also, so wie wir gerade gesehen haben, unsere Persistenzschicht hat eine Dependency nach innen. Unsere Persistenzschicht liegt quasi außen in dem blauen Ring und hat eine Dependency nach innen zu unserem roten Ring, zu unserer Business-Schicht. Ne? Und hier leben dann die Business-Entities drin und in der Schicht darum kann man sich vorstellen, dass da so Use-Case-Klassen liegen, die einzelne Use-Cases implementieren. Und dann wird es ein bisschen verschwommener. Hier steht was von Devices und External Interfaces und Gateways und Presenters und so weiter. Da gehe ich jetzt gar nicht im Detail drauf ein, weil ich es auch, ehrlich gesagt, selber noch gar nicht so genau verstanden und recherchiert habe. Da hört halt das Clean Architecture Konzept von Uncle Bob. Also wer das Buch gelesen hat oder wer das Buch lesen will, es ist durchaus empfehlenswert, aber es ist halt sehr High Level. Ja? Und da wird es halt so mit so Begriffen um sich geworfen. Da muss man schon sehr tief reingehen, um das zu verstehen. Aber, also wenn ihr was mitnehmt, dann Clean Architecture heißt Dependencies von außen nach innen und die Business-Schicht ist ganz innen, ganz grob. Das sorgt dann dafür, dass solche Aussagen getätigt werden von Uncle Bob, dass die Datenbank und die Webschicht eigentlich nur ein Detail sind für die Software, für unsere Anwendung. Weil das Wichtige ist eigentlich der rote Kreis in der Mitte und außenrum wird es immer unwichtiger. Da kann man die Sachen halt zur Not auch austauschen durch was anderes, durch eine andere Persistenzschicht, durch eine andere Webschicht und so weiter. Soweit Clean Architecture von, also das sind jetzt ungefähr 200 Seiten aus dem Buch von Uncle Bob auf einer Folie. Ne? Also wenn ihr da tiefer reingehen wollt, dann lest das Buch. Ist wie gesagt empfehlenswert, ist aber relativ high-level. Gut, zweites Konzept, worauf ich eingehen will von den Solid-Prinzipien, ist Single Responsibility. Was heißt Single Responsibility? Was bedeutet das Single Responsibility-Prinzip? Eine Idee?
Jede Klasse macht nur eine Sache und hat eine Verantwortung. Jede Klasse macht nur eine Sache und hat, ja, also das Zweite ist richtiger. Jede Sache, jede Klasse hat nur eine Verantwortung. Jetzt ist die Frage, wie man Verantwortung definiert. Genau, also das ist eigentlich so, wie es gedacht war, das Prinzip. Jede Klasse hat nur einen Grund, sich zu ändern. Und das ist natürlich einfacher, wenn sie nur eine Sache macht. Aber sie kann auch durchaus mehrere Sachen machen, solange sie nur einen Grund hat, sich zu ändern. Gehe ich jetzt, also die Aussage ist eigentlich, ein Modul, Klasse, was auch immer, sollte nur einen Grund haben, sich zu ändern. Hintergrund, wenn wir uns das angucken, zum Beispiel, wir haben hier so einen Service, so einen breiten Service, wie ich gerade gesagt habe, der ganz viele verschiedene Use Cases implementiert. Ja, wir haben hier irgendwie drei verschiedene User-Arten, User-Rollen, die, deren Use Cases in diesem Service implementiert werden. Und das heißt, dieser Service hat mehrere Gründe, sich zu ändern, weil sobald eine von diesen Benutzerrollen eine neue Anforderung hat, muss dieser Service geändert werden. Und das heißt, wenn hier User-Rolle A eine Änderung in diesem Service benötigt, dann kann es sein, dass wir Sachen kaputt machen für User-Rollen 2 und 3, B und C. So. Und wenn wir jetzt für jede Rolle quasi einen eigenen Service gemacht hätten, dann hätten wir dieses Problem nicht. Die wären dann separat voneinander und man würde nicht, oder die Gefahr würde geringer, dass man was für andere User kaputt macht. Also je weniger Gründe eine Klasse hat, sich zu ändern, desto besser. Genau, das wäre die Lösung dafür, habe ich gerade schon vorausgegriffen. Ne? Wir machen statt einem Service, machen wir irgendwie mehrere Use Case Services oder Use Case Klassen, wie auch immer. Und wenn wir dann hier was ändern, ist der davon erstmal nicht betroffen. Auf dem Makro-Level gesehen bedeutet Single Responsibility auch, dass so eine Schicht auch möglichst wenig, also eine Schicht in unserer Architektur möglichst wenige Gründe hat, sich zu ändern. Ne? Also wenn wir zum Beispiel hier die Standard-Layer-Architektur sehen und die Dependencies, wenn und also die Business-Schicht ist unsere wichtigste, da ist unser wichtigster Code drin, da ist der Code drin, mit dem wir hoffentlich Geld verdienen. Aber da die Business-Schicht und Dependency zur Persistenzschicht hat, kann es sein, dass wenn wir hier was ändern, dass das Auswirkungen hat auf unsere Business-Logik bzw. auf unseren Business-Code hier oben in der Business-Schicht, weil die Dependency halt nach unten zeigt. Wenn die Dependency andersrum zeigen würde, wie zum Beispiel hier im Section Architecture, ne, hier geht die Dependency quasi von der Datenbankschicht in die Mitte zur Business-Schicht, dann haben wir dieses Problem nicht. Wenn wir in der Datenbankschicht was ändern, in der Persistenzschicht was ändern, ist das der Business-Schicht erstmal egal. Also nicht komplett, ne, da gibt es auch Fälle, wo das nicht so ist, aber das Risiko ist kleiner, dass man in der Business-Schicht was ändern muss, wenn man in der Persistenzschicht was ändert. So, und das führt mich zu der Aussage, dass also Domain-Driven Design ist ja ein Thema, was in aller Munde ist und was jeder eigentlich gerne implementieren möchte. Aber in meiner Erfahrung keiner so richtig macht, in Anführungszeichen. Und ein Grund dafür ist meines Erachtens auch diese Standard-Layer-Architektur, weil da der Domain-Code, der Business-Code nicht in den Mittelpunkt gerückt wird. Wenn man jetzt hier aber die Clean-Architecture sieht, mit der Dependency nach innen, dann sieht man, okay, unser Business-Code ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes im Mittelpunkt der Architektur. Wir haben alle Freiheiten, die wir uns vorstellen können, unseren Business-Code zu bauen, ohne darauf zu achten, müssen wir jetzt irgendwie mit der Datenbank sprechen, mit der Datenbank sprechen oder mit der Webschicht. Das heißt, wir haben alle Freiheiten, den Business-Code so zu bauen, wie wir uns das vorstellen. Und eigentlich, wenn man wirklich Domain-Driven Design machen will, dann braucht man so eine domainzentrische Architektur. Ne? Weil wenn die Architektur getrieben wird quasi von der Domain, von dem Domain-Code, dann ist das eigentlich der Weg, den man wählen sollte. Gut, jetzt habe ich aber noch nicht genug geometrische Formen verwendet. Wir hatten jetzt Layers, das sind irgendwie Rechtecke, dann hatten wir Kreise, jetzt kommen noch Hexagons dazu. Es gibt ja noch den Begriff hexagonale Architektur, was man, wenn man sich das genauer anguckt, eigentlich nur eine etwas konkretere
Unterart von Robert Martins Clean Architecture ist. Also der Begriff Hexagonalarchitektur kommt von Alistair Cockburn, ist auch schon, glaube ich, 10 oder 15 Jahre alt, weiß ich gerade gar nicht genau. Unterschied ist halt, dass man hier keine Kreise hat, sondern ein Hexagon und irgendwie nicht so wirklich Layers sehen kann. Aber ich erkläre es einmal ganz, ich erkläre es gleich erst. Die erste Frage, die sich mir gestellt hat, ist, warum ist das ein Hexagon? Ist, glaube ich, auch nicht überliefert. Kann keiner mehr sagen, warum er sich dann Hexagon ausgesucht hat. Ich glaube, er hat einmal, also Alistair Cockburn hat einmal gesagt, dass er eigentlich zeigen wollte, dass eine Softwarearchitektur mehr als nur 4 Seiten haben kann. Also was auch immer eine Seite ist. Aber im Grunde kann man sich das aussuchen. Ne? Man kann auch eine dreieckige Architektur oder eine oktagonale Architektur machen, ist eigentlich völlig egal. Sieht aber halt cooler aus als Kreise oder Layers, ne? muss man schon sagen. Macht auf Marketingfolien ein bisschen mehr her. Und in Präsentationen. So, was heißt das jetzt? Hexagonalarchitektur ist im Prinzip auch eine Art von Clean Architecture, so ein bisschen konkreter. Das, was ich gerade gesagt habe, Clean Architecture ist sehr abstrakt, ne, das Buch. Über hexagonale Architektur gibt es leider kein Buch, was ich so richtig, außer das, was ich selbst geschrieben habe, sage ich am Ende noch was zu. Was bedeutet das hier? Wir haben hier links, also hier geht es nicht von oben nach unten, sondern von links nach rechts. Wir haben hier unsere Webschicht, da haben wir sogenannte Adapter. In der Mitte haben wir unsere Business-Logik und die Dependencies, wenn man sieht, die gehen auch hier von außen nach innen. Also Webschicht, Persistenzschicht oder eingehende Schicht, ausgehende Schicht, die Dependencies zeigen alle auf das Hexagon zu. Das heißt, hier haben wir unsere Business-Entities, hier haben wir solche Use-Case-Klassen, Use-Case-Services, die jeweils einen Use-Case implementieren und dieser Kern der Anwendung, diese Business-Schicht wird angesprochen über Input-Ports und diese Input-Ports sind einfach nur Interfaces, Java-Interfaces, die implementiert werden von so einer Use-Case-Klasse und diese Use-Cases können mit sogenannten Output-Ports sprechen, was auch einfach nur Interfaces sind und diese Output-Ports, die werden dann implementiert von zum Beispiel einem Database-Adapter, der dann mit einer Datenbank spricht oder mit einem oder von einem anderen Adapter, der mit einem Drittsystem spricht oder so. Das heißt, hier links haben wir eingehende Ports, rechts haben wir ausgehende Ports. Die Ports gehören noch mit zu dem Kern hier. Und da ist jetzt auch wieder das Dependency-Inversion-Prinzip angewandt und das Single-Responsibility-Prinzip, in dem wir die Sachen in einzelne Use-Cases aufgeteilt haben. Und links haben wir dann Adapter, die die Input-Ports aufrufen und rechts haben wir Adapter, die die Output-Ports implementieren. Das ist so in a nutshell hexagonale Architektur. Zeige ich jetzt gleich auch nochmal konkret im Code, wie man sich das im Code, wie man das im Code tatsächlich implementieren kann. Genau, was hat man da jetzt gewonnen? Also ne, man hat gewonnen, wir können unsere Business-Schicht frei implementieren, unseren Business-Code ohne Abhängigkeiten zur Datenbank oder Webschicht. Man hat auch konkretere Architekturelemente. Ne? Also wir haben ein Architekturelement Use Case statt nur irgendwie so einen generischen Service. Wir haben eine Domain Entity. Wir haben deutlich gemacht, welche eingehenden und ausgehenden Schnittstellen unsere Software hat. Das heißt, es ist alles ein bisschen konkreter geworden ein bisschen quasi enger vorgegeben. Wir haben ganz dedizierte Architekturelemente und wissen, was jedes Architekturelement macht. Außerdem haben wir die Lesbarkeit des Codes erhöht, aus meiner Sicht. Wenn ich mal zum Beispiel zeige, das ist so eine Package-Struktur von so einer Standard-Layer-Architektur. Wer kann sagen, was diese Anwendung macht? Habt ihr Ideen? Zeiten erfassen? Du hast geschummelt. Ja, also genau, ist Zeiten erfassen, aber es ist so ein bisschen generisch. Ne? Es geht um Zeiterfassung, aber was genau, welche Benutzer es da gibt und was genau die Anwendung macht, weiß man nicht. Wenn man dagegen diese Package-Struktur stellt, wird das schon ein bisschen deutlicher. Ne? Das ist jetzt so ein bisschen konkreter geworden, so nach dem Muster der hexagonalen Architektur. Wir haben hier unsere Use-Case-Klassen
Und da sehen wir halt direkt schon hier, welche Use Cases es gibt. Ne? Also wir können zum Beispiel Zeiten erfassen, wir können bestätigen durch Führungskraft oder so. Das kann dann freigegeben werden, es kann abgelehnt werden. Und dann haben wir hier oben unsere Persistenz und Weltschicht. Das wird also alles ein bisschen deutlicher im Code. Wir haben mehr Klassen, wir haben auch tatsächlich mehr Code, das sieht man gleich auch im Code-Beispiel. Ist also alles nicht nur alles super, sondern es gibt da definitiv auch Nachteile. Aber dadurch ist die Lesbarkeit halt besser geworden. Okay, dann schauen wir uns mal Quellcode an. Das Code-Beispiel ist verfügbar unter der URL. Also wenn ihr da im Nachgang nochmal schauen wollt, könnt ihr da gerne schauen. Jetzt muss ich mal gucken, ob das mit dem Beamer klappt. Die Folien gibt es ja alle, ne? Die Folien kann ich auch, ja, die... Im letzten Vortrag wurde gesagt, die werden irgendwo hochgeladen. Ja, habe ich noch nicht gemacht, aber dann werden die Folien, die werde ich dann auch zur Verfügung stellen. Ansonsten werde ich die Folien auch auf, nicht Slideshare, sondern wie heißt das euer Slideshare? Speaker Deck, da werde ich sogar genannt. So, jetzt muss ich hier einmal kurz den... umstellen, ob das klappt. Okay, ich starte einfach nochmal das Ding hier neu. Dann hat es zumindest gerade gelegen. Ich war letztens bei uns in der Firma beim IT-Betrieb mit irgendeinem... Kann ich einmal Licht haben? Eben? Letztens bei meiner Firma, beim IT-Betrieb, hatte er ein Problem mit dem Laptop. Und er hat irgendeinen Service, Windows-Service, neu gestartet. Danach hat es wieder funktioniert. Und dann haben sie ihn gefragt, ja, wie oft macht ihr das eigentlich am Tag, so Sachen einfach mal neu starten? Konnte er mir keine Antwort drauf geben. Dies, auf jeden Fall ist das sehr häufig. So. Jetzt habe ich eine Folie vergessen. Aber ich will jetzt noch mal wechseln, jetzt muss ich das... mündlich erklären. So, wir fangen an, also wir wollen jetzt implementieren, also die Anwendung heißt BugPal, das soll sowas ähnliches sein wie PayPal. Was Besseres, ein besserer Name als BugPal ist mir nicht eingefallen. Wenn man im Internet googelt nach irgendwelchen Namen, die so ähnlich klingen wie PayPal, da gibt es für alles schon eine Firma. Also es ist echt lustig, was für ein Firmennamen. Also ich würde nie in einer Firma arbeiten, die irgendwie MoneyPal heißt, also ganz komische Namen auf jeden Fall. Wir wollen einen Use Case implementieren, wo es darum geht, Geld von einem Konto auf ein anderes zu überweisen. Das ist jetzt keine Implementierung, so wie man das wahrscheinlich im Finanzwesen machen würde, sondern eine beispielhafte Implementierung. Aber wir fangen an mit der mit unserer Business-Schicht. Ne? Also wir haben eine domain-zentrische Architektur, das heißt, wir können jetzt unsere Business-Schicht, unseren Business-Domain-Code bauen, wie wir lustig sind. Und da haben wir jetzt die Klasse Account, die ist einfach ein Konto, wo man Geld abheben kann und wo man Geld reinbuchen kann. Ich gehe jetzt gar nicht ganz genau auf alles ein, aber so ein Account hat halt, wir laden nicht, es gibt halt sogenannte Activities, das ist immer eine Buchung auf einen Account, entweder eine positive Buchung oder eine negative Buchung. Und damit wir nicht immer alle Buchungen aus der Datenbank laden müssen, haben wir so eine Baseline Balance, das heißt zu einem gewissen Zeitpunkt X sagen wir, okay, das ist der Wert, der auf dem Konto jetzt gerade drauf ist. Und damit wir aber auch noch die letzten Activities auf diesem Konto sehen können, haben wir ein Activity Window, wo im Prinzip einfach nur eine Liste von Activities drin ist, also plus 50 Euro, minus 50 Euro. Und die Baseline Balance und die Balance von diesen Activities zusammen ergibt dann die Gesamtbalance von diesem Account. Und dann gibt es hier Methoden, Withdraw, heißt wir können hier Geld abheben von dem oder abziehen von diesem Account. Es gibt eine Methode Deposit. Und hier ist nirgendwo irgendwie Abhängigkeit zur
Datenbank oder sonst irgendwas. Das ist eine ganz normale Pojo-Klasse in Anführungszeichen. Ich habe hier ein paar Lombok-Annotationen verwendet, aber das war es auch. Also im Prinzip einfach nur Domain-Code, fachlicher Code, der irgendein Problem löst. So, und um den Use Case jetzt zu implementieren, habe ich hier ein Interface gebaut. Das ist jetzt das, was ich jetzt Input-Port nennen würde in der hexagonalen Architektur. Das ist ein Interface mit der Methode SendMoney, ne? Und die nimmt jetzt, was ich jetzt hier noch gemacht habe, ist, ich habe die Parameter gekapselt in so einem SendMoney-Command-Objekt, wo dann die ID des Quellkontos, also es geht um eine Überweisung von einem Konto auf ein anderes, die ID des Zielkontos und dann die Menge des Geldes, die überwiesen werden soll, ist hier einfach drin gekapselt in so einem Value-Objekt. Wo wir jetzt auch gleich schon zur Frage kommen, Validierung. Die Validierung habe ich jetzt schon in dieses Value-Objekt gepackt. Ne? Also das ist ja Input, der quasi in unseren Anwendungskern reinkommt, dieses Command-Objekt. Und was hier halt im Konstruktor passiert ist, validiere dich mal bitte selbst. Sind die Werte, die du hier reinbekommen hast, sind die gültig oder nicht? Ihr seht, ich habe hier Bean Validation Annotations dran gepackt. Und ich extende hier so eine Klasse Self-Validating, die im Prinzip einfach so einen Bean-Validator aufruft und diese Annotationen auswertet. Das heißt, die Input-Validierung haben wir jetzt schon aus unserem Business-Service ausgelagert und haben wir quasi vorgelagert in unser Input-Objekt quasi. Das heißt, wir müssen uns in dem Service nicht mehr darum kümmern und können uns da tatsächlich um die Implementierung der Business-Logik kümmern. So, das ist der Input-Port. Und der wird jetzt implementiert in einem, ich habe das jetzt Service genannt, der SendMoney-Service. Und hier fangen wir jetzt an mit Spring zu arbeiten. Das können wir auch umbenennen in die Spring-Annotation Component. Das heißt, das ist jetzt eine Spring-Komponente, die wird von Spring automatisch erfasst und in den Spring-Application-Kontext geladen. Wir haben hier auch noch die Transactional-Annotation dran, dass quasi für jede Public-Methode eine neue Transaktion aufgemacht wird. Und wir implementieren hier die Methode SendMoney, die aus diesem Input-Port kommt. Da gehe ich jetzt gar nicht im Detail drauf ein, das ist einfach nur pure Business-Logik, die drin ist. Alles, was wir jetzt an Schnittstellen zur Datenbank, zur Persistenzschicht brauchen, ist gekapselt in diesen Output-Ports. Also wir haben hier zum Beispiel einen Output-Port Load-Account-Port, der dient dafür, dass man ein Konto aus der Datenbank lädt. Dann haben wir Update Account State Port, das ist ein Port, der erlaubt es mir, den State, den Zustand eines Kontos in der Datenbank zu aktualisieren. Und dann geht es ja noch, man muss ja ein bisschen auf Locking achten, ne? Also wenn Geld transferiert wird, muss man darauf achten, dass nicht gleichzeitig noch eine andere Transaktion stattfindet, damit das Konto, was dann dafür sorgt, dass das Konto überbucht ist und so weiter, ist aber jetzt einfach nur pure Business-Load. So, und diese Ports, also hier wird dann halt am Ende einfach nur gesagt, wird dieser Update-Accounts, also hier wird in der Business-Logik wird aus dem Load-Account-Port werden da der Quell- und der Ziel-Account geladen. Dann wird da eben eine wilde Business-Logik drauf gemacht und am Ende werden die quasi in diesen Update-Account-Port wieder reingepackt und dadurch wird der Zustand in der Datenbank aktualisiert. Und hier ist jetzt das, wo wir das Dependency-Inversion-Prinzip angewendet haben. Unsere Business-Logik hat keine Abhängigkeit zur Datenbank, weil diese Ports, das sind Output-Ports, die liegen immer noch in der Verantwortung dieser Business-Schicht. Das ist ein Interface, was einfach von unserem Use Case vorgegeben wird. Das heißt, wir sagen, okay, wir brauchen jetzt einen Account und wir haben diese Parameter und jetzt, liebe Persistenzschicht, kümmere dich mal darum, dass du aus den Sachen einen Account zusammenbaust und mir zurückgibst. Und dieser Port ist dann eben implementiert in einem sogenannten Adapter, den ich jetzt hier Account Persistence Adapter genannt habe. Auch hier diese Annotation kann man wieder umbenennen in die Standard Spring Annotation, der auch wieder von Spring aufgegriffen wird
Man sieht jetzt hier schon, also der Service hat keine Abhängigkeit zu diesem Adapter, sondern nur zu dem Interface dazwischen. Das heißt, wir brauchen Spring, um Dependency Injection zu machen. Ne? In dem Send Money Service, ich habe jetzt hier die Lombok-Annotation Required Arcs-Konstruktor verwendet. Spring sorgt halt dafür, dass der Konstruktor von diesem Service aufgerufen wird und der sucht dann halt nach den nach Instanzen von Load Account Port und Update Account State Port und so weiter in Application Context und die findet er, weil die halt hier mit Add Component annotiert sind. So, und dieser Account Persistence Adapter, der nimmt zum Beispiel, wenn wir jetzt hier also der implementiert jetzt sogar hier zwei Ports, nämlich den Load Account Port und den Update Account State Port. Und um zum Beispiel einen Account zu aktualisieren, guckt er also der nimmt das Business-Objekt entgegen und im Endeffekt mappt er das dann zu so einer, wie auch immer er das macht, zu einer Entity, mit der die Datenbank zurechtkommen kann und schickt das zu dieser Datenbank. Hier ist jetzt darunter Spring Data JPA verwendet worden. Wir haben hier diese Repositories, wer Spring Data verwendet, der wird das wiedererkennen. Und wir haben eine Entity, die jetzt die Datenbankfelder beinhaltet und dann hier auch, halt auch die typischen JPA-Annotationen, Entity, Table und so weiter hat. So, das ist eine Art, das umzusetzen. Es gibt sicherlich auch ganz viele andere Arten, das zu tun. Das ist jetzt die, die mir aktuell am besten gefällt. Das Ganze ist jetzt auch aufgeteilt in mehrere Gradle-Module. Das heißt, wir haben hier unsere Business-Logik drin, wir haben hier unsere Adapter drin, da haben wir hier ein Persistenzadapter und Webadapter, das heißt, es ist auch auf Bildprozessebene voneinander getrennt, dass da keine Abhängigkeiten reinkommen können, die man nicht haben will. Okay, das hat funktioniert ohne es neu zu starten, ist gut. Ganz kleiner Hinweis noch am Rande ist, wer hat schon mal von ArcUnit gehört? Okay, sind ein paar. Das ist so ein Tool, also für die, die es noch nicht gehört haben, mit dem man so eine Architektur validieren kann. Da kann man also sagen, ich will, man schreibt einen Unit-Test und der Unit-Test testet, dass die Abhängigkeiten zwischen bestimmten Packages in die richtige Richtung gehen. Das ist ganz praktisch, wenn man da so ein bisschen drumherum arbeitet und das ein bisschen kapselt, kann man da auch so eine schöne so eine DSL bauen quasi für die Architektur, die man im eigenen Projekt verwendet. Und das sieht dann ganz schön aus. Und am Ende wird einfach so ein Check aufgerufen und der Unit-Test sagt, ob die Abhängigkeiten alle in die richtige Richtung wandern oder nicht. So, zum Abschluss nochmal zusammengefasst. Vorteile von so einer domain-zentrischen Architektur, wie es so eine hexagonale Architektur ist, die Kopplung zur Datenbank ist nicht so eng. Man kann also freier im Business Code arbeiten, ohne an die Datenbank unbedingt jedes Mal denken zu müssen. Wir können einfacher die Use Cases finden, weil die halt in konkreten Use Case Klassen sind. Das kann man auch in der Layer-Architektur machen, macht man aber meistens nicht. Es ist leichter parallel zu arbeiten, weil halt Leute nicht am selben Service arbeiten müssen. Es ist leichter zu testen und die Grenzen zwischen diesen Architektur Schichten sind leichter beizubehalten. Es gibt ja auch, allerdings auch ein paar Nachteile, die ich gerade schon erwähnt. Ihr habt vielleicht gesehen, gerade im Code, man muss dann doch mal einen Mapper mehr bauen als einen weniger, ne, weil halt wir in der Business-Schicht mit anderen Entities arbeiten als in der Persistenzschicht. Das muss hin und her gemappt werden. Dadurch ergibt sich so ein bisschen Redundanz. Ne, also es fühlt sich an, als ob man irgendwie Sachen doppelt macht, auch wenn man es für einen guten Grund macht eigentlich, also in den meisten Fällen. Und es macht wirklich keinen Sinn, eine Anwendung zu bauen, die so eine Standard-Create-Update-Delete-Anwendung ist. Um so eine hexagonale oder Clean Architecture umzusetzen, das macht nur Sinn, wenn man eine richtige Business-Logik hat, so wie ihr das gerade in diesem Account-Objekt gesehen habt. Also man hat wirklich Business-Logik in Plain Business-Logik in einer Java-Klasse und baut sich Adapter drumherum, um mit der Außenwelt zu sprechen. Für eine CRUD-Anwendung ist das overkill. Gut, das war es soweit. Ich habe gerade von einem Buch gesprochen, das ist das. Also wer das noch ein bisschen im Detail nachlesen will, kriegt er umsonst hier über den Link.
Ansonsten an der Stelle vielen Dank für eure Geduld. Wenn ihr Fragen habt, kommt am besten auf mich zu, weil ich glaube, die Zeit ist jetzt offiziell nicht mehr. Dann kommt einfach runter, ich stehe mit Fragen. Alles klar, danke euch.